RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Hey, Mann, musst du mich so erschrecken, verdammt nochmal. Mensch, Lenny, ich hab das immer gewusst, du bist eine Waffe, eine ganz böse Waffe. Ich glaube, Trubadix hat nicht mal 10% von deinem Können. Mann, jetzt ist sogar schon mein Plörbräu umgeschlagen. Mann, Murat, musstest du mich ausgerechnet jetzt stören? Ich bin doch am Trainieren. Was trainieren? Willst du eine Band gründen? Ey, ich hoffe nicht, dass du den einstürzenden Neubau in Konkurrenz machen willst. Ich hab früher mal in einer Drums gespielt, in so einer kleinen Schulband. Brauchst du nicht noch zufällig einen Drummer? Nee, keine Band. Und ich brauche auch keinen Drummer. Weil, naja, das ist, der Bullen ist doch am Wochenende in Berlin. Da läuft doch ein Casting für DSDS. Was denn das wieder? DSDS? Captain singt Deutsch, oder was? Mensch, Moat, du Sozialterrorist. Das ist doch die Show im Fernsehen. Da suchen die Gesangstalente. Deutschland sucht deutsche Sänger oder so heißt das. Und du willst da mitmachen? Ja, mein Lenny. Du erstaunst mich immer wieder. Naja, ich denke aber, du wirst da wenig Chancen haben. Ich meine, die Jenny, die könnte da mitmachen. Die kann das richtig gut. Meinst du echt, dass Jenny das Zeug dazu hat? Ich weiß nicht so recht. Aber naja, die haben da ja nur die Besten. Zum Beispiel den, Daniel Kübelbrech. Oder das Gesangsdouble von Michael Jackson. Wie hieß denn der Trottel nochmal? Menderis, glaube ich, genau. Ja, genau so hieß der. Und ich hörte auch, dass Group Tekan dort ihre Karriere begann, ne? Und die sind ja wirklich gut, die Jungs. Moment, Lenny, warte mal. Jenny, lass mal 2 Minuten die Finger von deinem Freund und zeig dem Onkel Lenny mal, wie das geht hier. Moment mal, mal schauen, ich habe hier noch einen Song für euch. So, Playback läuft. Oh Mann, Mord, die Kleine ist ja echt gut. Die solltest du vielleicht mal bei DSDS anmelden. Ich glaube auch. Naja, aber du hast, glaube ich, keine Chancen, Lenny. Was? Wo? Wie? Chance? Was willst du mir denn jetzt mitteilen? Dass ich irgendwelche Chancen bei Jenny hätte? Die ist doch viel zu jung. Außerdem hat die einen Freund. Und ich hab Gabi. Oh Mann, Lenny, du bist mir echt ein Dummdödel. Das meinte ich nicht. Ich dachte, du wolltest auch da mitmachen bei DSS. Wollte ich das? Wer behauptet denn sowas schon wieder? Mann, immer das Titratsche von den Leuten. Jenny, das hast du mir doch eben selber erst... Ich wollte gerade schon fragen, warum ich hier das Mikro in der Hand habe. Echt geil, wir denken immer das Gleiche. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ein Freund von mir mal in einer Band war? Das war aber, glaube ich, zu Schulzeiten. Ach, falls du Werner meinst, er war für 10 Minuten der 5. Beatle. Aber ich denke, du meinst mich. Ich habe dir eben erst erzählt, aber mal was anderes, mal was ganz, ganz anderes. Denkst du bestimmt dasselbe ich? Also meistens ist das so. Na okay, oder lass uns mal abziehen, wa? Genau, ab in die Schenke zu Inge. Heute ist Johnny Walker Flat, 10 Euro. Dafür gibt's Whisky bis zum Kotzen und eventuell finden wir daher auch noch ein paar Leute für unsere Band, wa? Ganz genau, da bin ich dabei. Jenny, zieh nachher einfach die Tür zu. Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin.